willkommen zu einem neuen Shorterview Review. Es ist eine Pickup-Folge, auch wenn es nur kurz ist, weil es geht wirklich nur um dieses Paket auszupacken, was ich gerade eben mit der Post bekommen habe. Das ist ein 80s Toylot unter anderem. Und es ist jetzt. Es ist einfach mal interessant. Ich habe wegen einer Sache eigentlich erworben. Es hat mich fast knapp 100 Euro gekostet, gesamt das Ganze, was da drin ist. Ob sich lohnt, das könnt ihr vielleicht auch mal mir dann sagen, ob ihr sagt, hätte ich auch gemacht oder nicht gesagt. Ich habe es nur aufgeschnitten bisher. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Ich werde es vorsichtig hier gleich auf einen Stuhl legen und dann werden wir einfach mal gucken, was da drin ist. Es klapperte ein bisschen. Erstmal so leicht schräg und dann gucke ich jetzt, was da drin ist. Und ich sehe schon, ich muss es andersrum machen. So, ich muss mal ein bisschen gucken. Denn das erste, was ich hier sehe, das war auch dabei, ist ein Brettspiel. So, jetzt versuche ich jetzt mal zu sehen. Da fällt nämlich alles. Und zwar geht es um dieses Brettspiel von den Ghostbusters von MB. Es ist natürlich nicht im perfekten Zustand, es ist wahnsinnig staubig. Und hier ist echt viel Flecke. Mal sehen, wie man es hinkriegt. Und hier drin sind auch noch ein paar Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel im Nachhinein aussieht. Selbst will ich gar nicht so großartig auseinandernehmen. Auch wenn es ganz witzig aussieht. Es soll auch nicht vollständig sein. Geht mir darüber, damit ich ein bisschen auspacken kann. Es ist ein Mass-Comic da drin. So ein etwas dickerer Sammelband. Riecht wirklich nicht nach Rauch. Aber muss man natürlich nochmal sauber machen alles. Ein Ghostbuster-Sticker. Nicht fehlen darf. Der Ghostbusters Roman von Jason Dark, dem deutschen Autoren, der auch John Sinclair geschrieben hat, der hat damals viele Filmromane für Bastei geschrieben. Einfach großartig. Dann Ghostbusters Comics, hier einmal eins ohne Hülle. Ich lege das jetzt übereinander. Und hier eins mit Schnuckwirbel. Ist jetzt nicht der beste Zustand. Also auch Videokassetten von der Serie von Real Ghostbusters. Ist ja auch von The Real Ghostbusters das Spiel. Ich muss jetzt nochmal auseinandernehmen. Das werde ich ein anderes Mal machen. Ich mache es jetzt erstmal wieder zu. Mehr ist jetzt hier nicht drin, was noch zum Lot gehört. Ich werde auf jeden Fall das natürlich vorsichtig machen. Da geht es. Packungsmaterial. Und hier ist die nächste Tüte auch verpackt. Ein Turtle. Ein Donatello. Nicht schlecht. Legen wir mal da hin. Verpackungsmaterial. So, nächstes Teil. Ich nehme einfach vorsichtig Stück für Stück. Verpackungsmaterial da runter. Was haben wir hier? Ein Transformer. Der Hubschrauber Rotor ist noch dran. Das Ding wird gedreht. Das ist eine Micro Master Base. Habe ich schon. Wird auch nicht verlassen. Also ich behalte nicht alles davon. Ist jetzt im Okay-Zustand. Bisher stellen wir da hin. So, da, dieses Teil kam es mir an. Das werde ich aber ganz als letztes machen, was ich hier vorsichtig liegen. Da ist auch was drin. Okay, hier ist noch was drin, was nicht gefragt wurde. Habe ich auch gekriegt. Eine Videokassette Blue Heat. Ist das Ding noch drin sogar? Also es ist wirklich sehr retro. Ja, eine
Zeit für Helden. Also das ist wirklich extrem retro. Orion, das ist Brian Dennehy. Heiß. Also es geht nicht retro mehr. Und passend, da haben wir den Marshmallow Man von der Real Ghostbusters. Ich guck gerade das Datum, 1984. Ja, es ist das Original, also nicht von der neuen Version. So, kommt da hin. Und das nächste Teil. Ein Superman-Video. Also, hier ist jetzt mehr drin, als ich erwartet habe. War gar nicht alles auf dem Bild abgedruckt, was ich da jetzt erworben habe. Mal sehen. Das Video auch drin hier. Ja, Superman 1. Jo. Von Lilliput. Kindervideo. Zeichentrickfilm. Alles klar. Nehmen wir dahin. So. Hier ist was Kleines und eine Hörspielkassette. Real Ghostbusters. Angst vor dem Bösen, die Geister der Nacht. Echte Ghostbusters Nummer 3. Nummer 3. Alles klar. Aber so, zwei Romane. Brian Denny. Han Solos Abenteuer. Star Wars geht immer. Ja, Star Wars geht immer. Jo, ich hab ihn nicht mehr. Ich hatte den mal. Behalte, weiß ich noch nicht. Sind drei Romane, die einzeln rausgekommen sind. Zu den Han Solos Abenteuer-Romanen kann ich nur sagen, nach den drei Kinofilmen, die wir alle kennen, also die richtige Originaltrilogie, Krieg der Sterne, also eine neue Hoffnung, das Imperium steht zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter, gab es nicht viel Futter für die Star Wars-Fans damals. Es gab einen Roman, also es gab die Filmromane. Und es gab einen Roman, der bei uns unter die neuen Abenteuer des Skywalkers rauskam. Und es gab zweimal drei Romane, einmal von Han Solo, diese drei, die sind jetzt hier in einem Band zusammengefasst, und es gab drei Bücher um Lando Calrissian. Das sind jetzt hier die Romane um Han Solo, die sind okay, sind auch inoffiziell, ich gucke gerade, die heißen Original auf Star's End, die Rache und das verlorene Vermächtnis. Drei Stück. Nicht schlecht. Der Pakt von Bakura, auch einer der 90er Jahre. Star Wars, damit ging die Welle dann auch los mit einer dazu nach dem Erben des Imperiums, dem großartigen, ja, dieser großartigen Trilogie von Timothy Zahn. Gab es ein paar erste Romane, der gehörte dazu. Ich liebe dieses Cover einfach auch. Das ist wunderbar. Die haben richtig tolle Covers damals gehabt. Großartig. Wie gesagt, das war nicht mal drin mit den Videokassetten. Das ging um mehr als hier drin. So, hier ist schon der nächste. So, hier seht ihr, es ist Mask. Jetzt noch Verpackungsmüll weg. Hier ist noch dieses Teil drin. Ich kenne diese Figur nicht wirklich, tatsächlich wirklich. Da bin ich nicht so der Experte. Also ich kenne schon von Mask einiges, es ist von Mask was dabei. Aber hier seht ihr, dieser Hubschrauber dreht sich auch noch ein bisschen. Und eine der Figuren, oh, schon noch ein Bild, sucht er sich zurecht. Hinten ist auch dieser Haken, ich weiß nicht, ob man den abschießen kann. Sieht fast so aus, dass das so ein bisschen noch rausgezogen werden kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die Figur habe ich wirklich als Kind nicht gehabt. Hier gibt's Knopf. Wahrscheinlich geht das so. Ah. Zusammengedrückt. So, dann sieht das so aus. Die Reifen gehören so, wie so der DeLorean, wenn der fliegt. Hier kommen zwei Teile ran, das weiß ich noch. Hier fehlt wahrscheinlich das Glas und dann drückt man raus und ja, nicht schlecht. Und eine der Figuren. So, weiter geht's. Verpackungsmaterial. So, hier ist der nächste Kram. In McDonalds-Gutschein. Bis zum 17. Doch, doch, bitte. Firefly von Mask.
lässt sich ja auch verwandeln. Der ist jetzt im Okay-Zustand. Ich habe ihn auch bereits. Bei mir fehlt eine der Kanonen, das heißt, ich werde ihn zur Vervollständigung nutzen. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. So, mein Lieblingswort. Zwei weitere Kassetten, auch von den Ghostbusters. Kassette Folge Nummer 1. Wir sind die Nummer 1, Stromausfall in New York. Ist die auch drin? Ja. Und hier ist Nummer 2. Mrs. Rogers Spukhaus von Trollen und Geisterfliegen. Nicht schlecht. So, hier kommt noch was. Ein Teil. Ist der Karton leer? Der Geisterkäfer mit Slimer. Slimer. Und der Geisterkäfer, der sieht natürlich jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, guck gerade, hinten kann man aufmachen. Hier, gut, die Türen konnte man nicht ausklappen. Irgendwo lässt sich der umklappen, er sieht heil aus. Ich habe nur keine Ahnung. Dran ziehen muss. Oh ja, hier hinten kann man drücken. Oh ja, da habt ihr den dann. Der Geisterkäfer. Er sieht heil aus. Da sind Stoßstangen noch in Ordnung. Alles, ob da Glas war, das weiß ich nicht. Hier, doch, hier ist was kaputt gebrochen. Leider ist das gebrochen. Aber das können wir vielleicht kleben. Das ist jetzt hier nur eingeklemmt gewesen. Ding ist locker. Keine Ahnung, ob es so gehört. Ich kenne mich damit schwer aus. Auf jeden Fall. Ich habe ihn noch nie gesehen vorher, nur auf Bildern. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der Geisterkäfer. So, Box ist leer. Also, seht ihr, leer. Jetzt kommt es zu etwas, weswegen ich überhaupt das haben wollte. Hier ist noch ein bisschen Mess drin. Und das war der Hauptgrund für diese ganze Sache. Eine Messbox mit Piranha. Wir gucken uns die erstmal von außen an. Ja, hier ist ein Abrissriss und sie ist ein bisschen zerknickt. Das kann man aber, glaube ich, alles wieder richten. Jetzt habe ich mir hier zu viel Platz. Ich werde natürlich noch mal in Ruhe fotografieren, das Ganze, wenn ich das alles fertig ausgepackt habe. Aber hier ist die Pär drin. Alles voll von Mess und ein bisschen Transformers-Zubehör. Die Box ist jetzt leer. Sieht klasse aus. Hier hinlegen. Also hat Abrisse leider hier auch an der Seite da, aber echt klasse. Und hier, ja, es ist leider abgezerbrochen, das Motorrad ein bisschen. Das Glas ist defekt. Das hält hier nicht mehr. Das müsste man hier jetzt reinklemmen, so richtig. Ein bisschen hält es noch. Und das gehört dann hier rein. Messfigur. Das hält sogar noch das Glas. Das hält sogar noch. Sieht nicht schlecht aus. Hier ist nichts abgebrochen. Funktion. Es ist ja so, dass hier Kanonen. Ich will mal versuchen, ich halte das mal so ein bisschen. Hier kann man einmal klein drücken. Ach, die Kanonen schießen noch raus und funktioniert sogar noch. Toll. Toll. Was ist jetzt noch dabei? Was ich auch klasse finde, der Fallplan von Piranha. Da war so ein Mast-Fallplan. Gut, der ist damit schon angerissen, aber das ist eigentlich schon mit das Schwerste zu finden.
diesen schönen, wunderbaren Schaltplan. Ich werde auf meiner Instagram-Seite später auch nochmal Fotos von den einzelnen Sachen schicken. Ich packe auf meine Instagram-Seite ein bisschen was von diesem ganzen Kram. Nicht alles, aber da könnt ihr auch auf jeden Fall Piranha, wenn ich das alles sauber gemacht habe in ein paar Tagen oder in einiger Zeit, bewundern. Vielleicht ist es auch schon drauf, wenn ihr guckt. Ich mache da eigentlich so alle paar Tage mal ein Bild. Das ist jetzt hier auch verlinkt, beziehungsweise es ist im Kanal Information ist verlinkt, die Information zu meinem Instagram-Kanal. So, was ist hier noch dabei? Das ist von einem anderen Messteil, die zu Venom gibt es so eine kleine Tankstelle mit Zapfsäule. Das ist nur die Zapfsäule. Die habe ich auch nie gehabt. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie das jetzt im Endeffekt dann aussehen soll. Auf jeden Fall eine schöne kleine Zapfsäule. Ich habe hier zu dem Transformer, da gibt es noch eine Waffe, eine Seitenkanone und noch eine Antennenschüssel gehört auch dazu. Ich habe jetzt hier noch ein paar Mast-Figuren. Die Figur zu diesem hier, zu Piranha, der Sly Rex, ist leider nicht dabei. Wen habe ich denn? Die Figuren sehen aber gar nicht so schlecht aus, teilweise richtig, richtig hübsch. Also ich habe den von Raven, den habe ich auch bereits. Der sieht sehr gut aus. Den habe ich noch selbst, einer meiner wenigen Figuren. Also ich versuche aus dem Bild zu gehen, damit man den Figuren, den es Zoom gibt. Echt toll. Den kann ich jetzt nicht sagen, wer es ist, aber sieht auch hübsch aus. Auch sehr gut im Schuss. Das müsste Matt Tracker sein. Na, zoomt er richtig? Und hier seht ihr Julio Lopez. Der gehört zu Firefly. Ja, das war's auch. Es ist nicht vollständig, es ist ein gebrauchter Spielzeuglot. Aber das war's. Sehr spielzeuglastig. Ghostbusters, Mast, ein bisschen Transformers, Bücher, Videokassetten. Viel habe ich gar nicht gerechnet. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich freue mich über Kommentare. Sagt mir, was ihr dazu denkt. Ist ein Lot so gut 100 Euro wert? Was gefällt euch am meisten davon? Und ja, ich freue mich über jeden weiteren Kommentar. Ich freue mich über Abos, ein Like. Ja, und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, hoffe ich. Bis dahin, euer Sascha.